Performance steigt, aber alle vollkommen ausgelastet. Das Ding hier ist tot. Warum bist du tot? Du bist auch kaputt. Du auch. Du nicht. Ist hier irgendwo ein Fehler? Die sind verbunden. Die sind verbunden. Temperatur 99. Hm. Null Wasser. 0,0. 1,0. Oh, haben wir vielleicht nicht genug Wasser, was wir hier rauspumpen können? 10 Wasser. 15 Wasser. 1,1. 1,1. 0, 1. Ich glaube, das wird echt das Problem sein. Wir haben nicht genug Flüssigkeit, um die alle durchgehend zum Laufen zu bekommen. Das ist jetzt ziemlich doof. Ich guck mal, ob ich das durch noch eine Pumpe... So, du bist hier nur für hier. Ja, ich mache einfach noch eine Pumpe hier hin. Die 5-Dinger-Module sind ja fertig jetzt. Ich hätte gerne eine Offshore-Pump. Und zwar hier hin. Hätte ich gerne noch ein paar Rohre. Das Ding ist falsch rum. Eine Offshore-Pump. So müsste richtig rum sein. Mero. So, gucken wir mal. Also, Hitzeentwicklung dürfte nicht so das Problem sein. Weil es kommt ja, ne, gleich kalt, warm, wie auch immer, hier an. Es ist einfach nur mehr Wasser da. Ich habe auch schon hier gesehen, ja genau, 3,5, 3,8. Und die hier hinten fangen jetzt auch an zu arbeiten. Sehr gut. Temperatur ist noch nicht so hoch von dem Ding, weil das halt erst alles nach und nach wieder hochgefahren werden muss. Aber ich denke, es müsste dann am Ende gut funktionieren. 63, 64, Kaschan. 65, genau. Ja, also es scheint sich zu regulieren. Habt ihr wieder Strom drin? Nö. Also wir haben immer noch nicht genug Strom für das ganze System. Das ist natürlich ein bisschen doof. Solarzellen? Fragezeichen. Um das Ganze zu ergänzen. Ich würde nämlich ehrlich gesagt ungerne... Naja doch, wir müssten hier nochmal so ein System aufbauen. Das ganze System passt dazwischen ein so ein Doppelblock. Das heißt, wenn wir das Fließband hier wegmachen würden... Wobei ich jetzt ehrlich gesagt auch keine Ahnung habe, wofür dieses Fließband da war. Also wenn wir dieses Fließband, passt anscheinend gar nichts. Kohle vielleicht nach oben bringen? Ja, es war wohl mal geplant, Kohle nach oben zu bringen. Oh. Wenn wir das wegmachen, dann passen hier noch ganz viele davon hin. Und dann müssen wir gucken, wie das mit den Boilern passt. Weil ich denke mal, die Boiler werden nicht reichen, wenn wir nochmal so viele Steam Engines dahin klatschen. Steam Engine da. Ja, du bist im Weg. Du bist für die Fabrikversorgung oben. Machen wir einfach hier mal einen Set hin. So, bauen weg. So. Mehr Rohre. Viel mehr Rohre. Und Rohre, die nach unten gehen. Da. Damit wir hier auch schön durchlaufen können. So, so. So, so. Also, Wasser kommt an. Kommt auch heißes Wasser an. 64 Grad. 64 Grad ist nicht so wirklich heiß. Da müssen wir noch dran arbeiten. Wir könnten jetzt hier zwischen auch noch Boiler setzen. Und die werden nicht so viel bringen. Nö, ich muss echt das hier irgendwie länger ziehen. Ja, okay. Eigentlich hätte ich vor, ganz viele andere Sachen diese Folge zu machen. Aber wir vergrößern mal unser Dingensystem da hinten. Also zwei Pumpen. Ja, ihr meckert alles, kein Strom, alles okay. Einmal da, einmal da. Wasser.
dahin. Dahin. So. Das war falsch. Ein weiter hoch. So. Wasser. Müsste jetzt theoretisch genauso erhitzt werden wie eben gerade auch. Theoretisch. Praktisch sollten wir mal ein paar mehr Strommasten hier setzen, aber wir haben gar keinen. Wir haben keine Kupferplatten, wollte mich veräppeln. Wir haben zigtausend Kupferplatten. So. Also müsste theoretisch hier hinten wieder. Nein, wird es nicht. Das ist komisch. 61 Grad. Egal, ich mache jetzt ganz einfach mit Overkill, indem ich hier überall auch noch Boiler hinsetze. Und dann müsste das eigentlich hinhauen. Ja, wir verfeuern ganz kurz einfach mal Holz. Dass das alles hier läuft. So. Fließband da lang. Inserter da lang. So, wir fangen an mit 19 Grad. 22, 26. 79 Grad. Keine Ahnung, was da schief läuft. Also damit die alle hier mit 100% Leistung laufen, müssten wir auf 100 Grad kommen. Okay. Es kann sehr gut sein, dass ich irgendeine... Keine neuen davon herstellen. Kann sehr gut sein, dass ich irgendeine Spülmechanik jetzt grundlegend falsch verstanden habe. Aber ich versuche es einfach zu lösen durch mehr. Gucken wir mal. Mehr ist normalerweise immer gut. Oder so ähnlich. So, du legst weiter deine Blöcke darauf. Die Blöcke werden alle aufgefuttert? Nö. Liegen hier auf dem Fließband. Okay, alle sind an. 19 Grad, 23. Jada, 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 jada. 100 Grad. Sehr gut. Und zwar hier schon 100 Grad. Das heißt, die hier alle bräuchten wir gar nicht. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also es kann gut sein, dass wir einfach noch mehr brauchten. Das verstehe ich ja nicht ganz, weil die hier hinten brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Oder es muss einfach nur Zeit vergehen. Denn ist ja alles gut. Und ihr habt euch alle mit Energie gefüllt. Ist alles super. Guti, guti, guti. Dich hätten wir gerne. Da ist das System. So, so. Und hier kommen dann noch mehr davon hin. Erstmal nicht so viele, weil ich weiß nicht, wie viel das Wassersystem unten jetzt aushält. Aber das müsste hinhauen. Und Licht. Hier irgendwo müsste das sein. Klatscht der mal jetzt mal darunter. Und hier zwischen. So, Hitze. Temperatur 100. Alles gut. Okay, also Strom haben wir wieder mal hinbekommen durch ganz viele Boiler. Ich sehe viel zu viele grüne Fläschchen und keine roten Flaschen mehr. Egal. Okay, Kupferplatte und Zahnräder. 80 Kupferplatten, Zahnräder. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Zustand jemals auftreten wird. Aber gut. Kupferplatte, Kupferplatte, Kupferplatte. Alle Kupferplatten. Alle Zahnräder. Und jetzt zwackt es mir in den Allerwertesten, dass wir... Oh. Zum einen, dass jetzt ganz viele Kupferplatten und Zahnräder hier drin landen werden. Oder? Ja, erste Kupferplatte ist durch. Dann nehmen wir doch mal einen Smart Inserter hier. Was? Hier. Und stellen ihn so ein, dass er Kupferplatten... und Zahnräder nehmen soll und wieder darauf legen. Und warum zum... Oh, und rote Tränke. Offensichtlich. Damit die roten Tränke dann hier wieder eingesammelt werden können und da auf die äußere Seite des Fließbands gelegt werden. Warum einfach, wenn es da schwierig geht? So, Inventar ist voll, ja. Gut. Kupferplatten. Zahnräder.
Machen wir mal so voll, dass die ganze erste Reihe voll ist. Na, ja, geht sie nicht ganz auf, aber ungefähr. Okay. Britzel, 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 Britzel. Alle sind am Britzeln. Auto können wir gleich bauen. Schön. Hier fehlen wieder die Circuit Boards. 43. 43 ist nicht viel. Da fehlt dir jetzt Eisenplatten und Kabel. Was sind ein paar Kabel? Ja. Bam. Jetzt hätten wir gerne ganz viele Circuit Boards. 100. 100. 100. 100. Okay. Nur damit schon mal anfängt. 200. 200. 200. 200. Und jetzt setze ich hier in die Maschine ein. Das oh, Auto fertig. Wir können K bauen. Braucht 20 Eisenplatten, 5 Stahlplatten und 8 Engine Units. Haben wir noch nicht automatisiert, gar keine Fabrik für gebaut, noch gar nichts. Mehr Dacker Dacker. Weiß nicht. Bahn. Ja, mit Bahn wollte ich mir auch noch auseinandersetzen. Aber nicht jetzt. Inserter Item Stack Size Bonus. Von Kiste in Kiste. Combat Robotics. Wir brauchen Electric Engine. Okay, wir forschen mir das Ding. Oh, es braucht eh nur 50-50. Research bitte. Und ich wollte, genau, ich wollte eigentlich, bevor ich gerade von der Forschung unterbrochen wurde, die Speed-Module da reinsetzen. Das geht jetzt alles wesentlich schneller. Da. Also es geht 20% schneller, kostet aber auch 50% mehr Energie. Müssen wir im Auge behalten. Aber jetzt hätte ich erstmal ganz schnell ganz viele davon. Was nämlich das als schönen Nebeneffekt hat, also die ganze Anlage läuft jetzt um 20% schneller. Nicht 80, sondern 20, weil es läuft 20% schneller und dadurch haben wir hoffentlich keinen Stau mehr, egal wie viel wir da reinlegen. Aber ich denke, das ist utopisch, richtig? Ich überschlag das Ganze mal. Ja, du da warst über. Du da bist über. Das ist ein Kabel. Bist über. Also endlos laufen wird sie nicht können. Ich sehe hier immer ganz kleine Überschüsse. Aber sie wird wesentlich länger laufen können als vorher. Also setzen wir nochmal 200 Platten rein. 200 Draht. 200 Draht. 200 Draht. Und holen uns die Chips ab. 136. Und nebenbei, unser Spieleinventar soll ja auch was zu tun haben. Was brauchst du dafür? Oh. Dich können wir gar nicht im Spieleinventar herstellen. Das ist dezent unpraktisch. Dafür brauchen wir also auf jeden Fall eine Fabrik, hm? Wir brauchen Kupferplatten. Kupferplatte. Was? Stahl haben wir auch nicht. Stahl. So, 331 Stahl. Electric Furnace wollte ich nicht. Ich wollte tolle Fabriken haben. Davon brauchen wir jetzt 4 Stück. Denn wir müssen wirklich anfangen, die ganzen Komplexe zu bauen, die ich letzte Folge schon angerissen hatte. Also, die roten Circuit Boards, die Fast Inserter, die Smart Inserter, die Electric Engines, die Electric Engines und die Engines und so Zeug. Gut, das hätten wir also auch. Wir können jetzt Flug und Robotics erforschen. Flying Robot Frame. Ja, das braucht schon die Electric Engine Unit, das ist ein Problem. Und du sorgst dafür, dass wir die Dinger bauen können. 200. Uff. Solarenergie. Kostet nicht viel und warum nicht? Oh, wir brauchen unbedingt ein manuelles Werkzeug, das besser ist. So. Weg. 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 So, was hätten wir? Baum weg. Baum weg. Das hätten wir hier gerne. Die Engines sind jetzt relativ wichtig. Die da. Brauchen Pipes. Ernsthaft? Pipes, Steel Plate, Iron Gear. Ja.
Das ist übrigens ein Ding, das ich, soweit ich weiß, auch gar nicht wirklich automatisieren muss. Also ja, ich automatisiere eh nicht ganz so viel. Aber die brauchen wir nicht so häufig. Ich weiß, in meinen Fabriken früher hatte ich das auch automatisiert und da gab es immer einen riesigen Stau. Wir hatten immer viel zu viele davon. Aber ja, mal gucken. Trotzdem baue ich das Ding gleich so, dass, wenn ich denn mal welche davon brauche, ich sie auch schnell herstellen kann. Also ich benutze wieder das innere Schnellbandsystem hier. So. Ich sollte eigentlich zwischendurch nach dem Strom gucken. Strom, was sagst du? Produktion nur 40% von dem, was es machen könnte. Also wir haben Überschuss. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, dann brauchen wir die Fabriken. Dann brauchen wir Licht. Da. Und da, wo die Bäume sind. Glaube ich. Ja, zu hoch. So. Bomben weg. Bomben weg. Also. Electric Engine braucht drei Sachen, die rein müssen, wovon zwei Pipes sind. Also brauchen wir vier Eingangskisten. Haben wir noch Eingangskisten? Ja. Also. 1, 2, 3, 4 Eingangskisten. Eine Ausgangskiste. Ich sehe jetzt schon, dass wir gleich Strom brauchen werden. Also pappen wir das da kurz hin. Das da, weg. Dahin. Mhm. Dann hätten wir gerne fast. Ja, fast. Und wo, warte mal, du kannst auch mal irgendwie von da kommen. Wir brauchen mehr rote Bänder. So. Mal weg. Wir brauchen Ecken. Ecken wären schön. Halt nicht wegrollen. So. Darum, 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 darum. So, also die zwei Kisten landen innen, die zwei Kisten landen außen. Die hergestellten Güter kommen nach außen, also brauchen wir wieder rote Arme. Davon haben wir nur zwei, brauchen wir mehr. So. Und außenrum läuft dann wieder das Endprodukt. Gucken wir mal, ob wir Öl rüberbauen können. Ja, können wir. Sehr gut. Das finde ich ein schönes kleines Feature. Könnte das Leben sehr schwer machen sonst. So. Und so. Davon brauchen wir ganz viele. Das schon mal anschmeißen. Du. Uff. Lubricant. Nein, das werden wir nicht automatisieren hier erstmal. Das. Lubricant ist nämlich eine Flüssigkeit. Da müssen wir eine Flüssigkeit in so eine Fabrik reinpumpen und damit dann Sachen herstellen. Das ist ziemlich abgefahrener Shit. Also, das ist, ja, lassen wir erstmal. Ich hätte jetzt erstmal ganz gerne ein paar mehr. Wow. Zahnräder. Gut. Also, in den nächsten Folgen mehr Zahnräder, dann die Assembling-Maschine anschmeißen, gucken, wie das funktioniert. Und dann wieder grüne Tränke produzieren, weil wir da einen Mangel haben. Und irgendwie haben wir hier ganz viele Zahnräder und Kupferplatten drauf. Das ist nicht schön. Also bis gleich.